Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video von Gewusst Wie, Teil 3, Projekt Berlingo. Ich war beim TÜV. In der letzten Folge hatte ich die Kupplung gewechselt, das Getriebe komplett ausgebaut, viele andere kleine Dinge gemacht, vieles ein Zeitraffer, damit das Video nicht ellenlang wird, weil das wirklich über Monate ging, wenn man das von März bis in August zieht, weil man immer nur sehr wenig Zeit hat. Der TÜV hat bemängelt vorne rechts das Traggelenk. Das kann auch sein, weil ich das ein bisschen zerwirkt habe beim Wiedereinbau. Das muss ich mal gucken, wie wir das jetzt wechseln. Ne? Habe ich auch, wie immer, noch nie gemacht. Deswegen, let's go. Ich habe das jetzt einfach komplett mal rausgeholt und ich glaube nicht, dass der schlecht ist, dass da irgendwas, der ist fest, sage ich mal, der sieht halt jetzt nicht besonders neu aus, aber an sich ist da nichts dran. Hier unten, naja, meine Güte, das sieht halt nicht mehr so toll aus, aber der Gummi ist nicht gerissen oder so. Ich weiß nicht, was der TÜV-Mensch von mir will. Das sieht top aus. Auch hier diese Dinger hier, die sind jetzt nicht gerissen, die Lager, also die Gummilager, das ist alles top. Also ich werde das Ding, das Einzige, was halt war das Teil hier. Ich werde das Ding jetzt gut sauber machen. Die Schraube, die werde ich auf jeden Fall erneuern. Die habe ich halt zerwirkt beim Einbau ein bisschen, das Ding erneuern. Aber hier werde ich erstmal nichts dran machen und dann es einfach nochmal probieren. Weil ich sehe das nicht ein, das Ding ist nicht kaputt. So, ich habe jetzt hier einfach eine neue Schraube mit Mutter und dieses Schutzblech gemacht. Weil letztendlich hat er das nur bemängelt, weil das Ding hier so rumgewabbelt ist und nicht richtig fest war. Ich denke mal, ich habe die Schraube einfach nicht fest genug gezogen oder beim Anziehen, weil hier dieser Bips hier verbogen ist. Der war nicht richtig in der Nut drinne und also an sich, das Ding selber ist nicht kaputt. Ich habe ja jetzt den kompletten
das komplette Bauteil hier raus gehabt und das ist nicht kaputt. Gut, schauen wir mal, was der TÜV sagt. So, wir haben TÜV. Die Schraube auszuwechseln hat tatsächlich gereicht. Läuft. So, jetzt ist es so, jetzt wird er erstmal genutzt. Ich hole mir noch neue Felgen, was heißt neu. Aber ich habe einen Tipp bekommen, wo welche einfach in der Umwelt entsorgt wurden. Und die passen genau für einen Citroën. Damit tue ich der Umwelt einen Gefallen, wenn ich die dort weghole. Und die sehen besser aus als meine Felgen. Dann kommen gleich neue Reifen drauf, weil die sind ja auch schon ein bisschen älter. Da haben wir das Problem schon mal gelöst, auch gerade jetzt im Hinblick auf den Winter, der jetzt kommt. Dann kommen so verschiedene andere Dinge noch. Und der Mustang ist dann auch bald wieder dran. Der bräuchte jetzt eigentlich mal wieder neues Öl und so weiter. Genau. Ne, ist aber schick. Jetzt habe ich erstmal ein Lastenauto. Das kann jetzt erstmal genutzt werden. TÜV hat es nun mal. Und so verschiedene Dinge wie zum Beispiel das Kühlmittel will ich tauschen. Bremsflüssigkeit muss ich nochmal gucken. Die Bremsen gingen eigentlich so, wie ich es jetzt gesehen habe. Auch die ganze Aufhängung und so ist in Ordnung. Das hat ja jetzt auch der TÜV sich angeschaut. Dann das Kraftstoffsystem, also gerade diese Einspritzpumpe und so, die wird auf kurze oder lang, muss ich da mal ran, weil die ist ja richtig krass verrostet. Aber solange es noch funktioniert, würde ich das erstmal nicht antasten. Felgen sehen definitiv besser aus, als die vorher, also als jetzt drauf sind. Das, was ein bisschen schade ist, das sind Sommerräder und die sind halt nicht die Spezies, die ich für das Auto brauche, was halt eingetragen ist. Ja, ich werde jetzt einfach mir Winterräder bestellen, so eine Allwetterreifen. So, ich habe neue Reifen. Das sind die alten, wo diese besseren Felgen sind. Ich wollte eigentlich zum Reifenshop fahren, um die dann drauf ziehen zu lassen. Und der Wagen sprang nicht an. Ich weiß vom Vorbesitzer, dass der Probleme hat mit so, naja, schleichenden Verbrauchern. Die Batterie habe ich jetzt erstmal rangehangen. Wir prüfen jetzt die Batterie und dann versuche ich das erste Mal nach dieser Methode, wie man halt so einen Kriechverbraucher findet im Auto, halt hier jetzt erstmal zu wissen, welches Bauteil den Strom zieht. Dann habe ich ein ein Batterieprüfgerät. 58% Gesundheitszustand, sagen die jetzt mal. Dann stecken wir das Multimeter um. Und jetzt prüfe ich hier, wo die 10 Ampere steht. Und jetzt ist positiv dran, negativ ist ab. Ich muss jetzt mit Plus auf Batterie Minus und hier dann die verbinden. Und mich verwundert es extrem. Tja, ich bin überfragt, weil ich keinen Verbraucher finde. Wenn das Ding aus ist, ist es eigentlich bei 0. Also ja, also 0,01 wird angezeigt, das ist ein normaler Wert, denke ich. Deswegen ist es vielleicht auch ein anderes Problem. Tja, sehr seltsam. Von jetzt auf gleich springt er nicht mehr an. Gut, dann war jetzt die Reparaturanleitung ja mal doch was. Alter, ist das eine Riesenspinne.
Die hält meine Garage von Mücken fern. Da war die Reparaturanleitung jetzt doch mal zu was gut. Ich bin jetzt erstmal so die Dinge durchgegangen, wo ich mir dachte, okay, das könnte es sein. Luft im Kraftstoffsystem. Du hast hier eine Handpumpe bei dem Modell und da kannst du halt vorher pumpen, dann mit eingeschalteter Zündung nochmal pumpen, um versuchen, die Luft da rauszukriegen. Und das hat funktioniert. Der ist sofort angesprungen. Es kann sein, dass die Kraftstoffpumpe nicht so gut ist. Oder dass hier vorne irgendwie, also irgendwas mit dem Kraftstoffsystem haben wir natürlich. So, ich habe mir jetzt eine neue Batterie bestellt. Prozent, 788 Cold Cranking Amps. So, die neuen Reifen sind auf den Felgen, die alten Reifen wurden entsorgt. Bin den jetzt 2 Wochen lang täglich gefahren, habe meinen Mustang in der Garage gelassen, bin jetzt mit dem immer rumgedüselt. Dabei sind mir noch so Sachen aufgefallen, ich habe eine ewig lange Checkliste, was ich ja alles noch gerne machen wollen würde. Jetzt ist aber so, der Mustang, der hat schon seit Monaten, jammert der rum, dass er einen Service braucht. Da steht schon alles rum, neues Öl, Filter und so weiter. Und das muss ich dann jetzt, wenn mal wieder Zeit ist, in Angriff nehmen. Jetzt werden hier aber erstmal neue Räder drauf gehauen. Quasi mal schnell Reifen wechseln, mal wieder eskaliert. Das Ersatzrad, da war die Schraube festgerostet, die muss ich auch neu bestellen, denke ich. Ich habe es jetzt einfach abgemacht. Ich werde die Dinger entsorgen. Eins davon dann wieder als Ersatzrad nehmen. Das Beste natürlich. Das war es jetzt erstmal mit der Folge. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bleibt gerne beim Projekt dran. Wenn euch das gefallen hat, gebt den ganzen einen Daumen nach oben. Als nächstes wird sicherlich wieder der Mustang kommen. Ich habe momentan extrem wenig Zeit, deswegen sind die Videos mit so abartigen Abständen. Aber es werden noch wieder bessere Zeiten kommen. Vielen Dank, dass ihr dabei bleibt. Macht's gut.